Ingrid B. war 18 Jahre lang berufstätig. Sie ist ausgebildete Sozialpädagogin und hat immer gerne mit Menschen gearbeitet. Aber die Nähe und die Verantwortung haben sie im Laufe der Zeit überfordert. Weil ich gemerkt habe, dass mir die Kraft nicht mehr reicht, dass ich einfach ausgebrannt bin und unzufrieden bin. Und einfach die Energie, die fehlt mir. Das habe ich gespürt, dass es immer weniger wird. Und habe dann diesen Fluchtimpuls wieder gehabt, weil ich bin sowieso immer schon jemand gewesen zum Weglaufen. Ich wollte auch als Kind schon weglaufen. Ich habe immer so einen inneren Druck gespürt nach Veränderung und Unruhe und so. Das war immer in meinem Leben. Und ich habe dagegen auch ein bisschen Psychotherapie oder Supervision gemacht. Aber das hat letztlich überhaupt nichts genützt, muss ich sagen. Auch ihre Versuche, in anderen Bereichen Fuß zu fassen, Umschulungen und Arbeitsplatzwechsel, bringen keine Verbesserung. Schließlich muss sie ihren Beruf aufgeben. Das war, nachdem ich zweimal in Bad Wildungen war, in einer Spezialklinik für Frauen, ich zu dem Schluss gekommen bin, dass ich auch an einer traumatischen Störung leide. Aber Ingrid B. führt ein aktives Leben und die BU-Rente hilft mit, dass ihre Interessen und Hobbys, Kunst und Kultur weiter zu ihrem Alltag gehören. Dabei geht ihre BU-Versicherung gar nicht auf ihre eigene Initiative zurück. Das habe ich gar nicht selber gemacht. Das war ja mein Arbeitgeber bei der Lebenshilfe. Und das ist eigentlich als private Zusatzrente mit kombinierter BU abgeschlossen worden. Als Gruppenversicherung für die ganzen Angestellten dort. Das war eine positive Überraschung für mich. Und dann hat mir das natürlich schon auch geholfen, weil zunächst mal war das ja auch ein Standbein für mich, weil ich ja nur die halbe Rente hatte. Auch die unkomplizierte, formelle Abwicklung der BU-Rente durch die Allianz hat Ingrid Weirather geholfen, in einen geordneten Alltag zurückzufinden. Sehr positiv, sehr unbürokratisch, sehr schnell und sehr effektiv. Mehr kann ich nicht sagen. Es war so. Ich war froh. Ihr Urteil ist eindeutig. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist nicht nur sinnvoll für handwerkliche Berufe. Auch und gerade die pädagogische und sozialpädagogische Arbeit birgt über die Jahre viele Risiken. Ich hätte das auch viel früher machen sollen, von Anfang an, am ersten Tag von meiner Berufstätigkeit, weil dieser Beruf ist nicht ganz koscher. Das ist Absturzgefahr ohne Ende, wie beim Dachdecker. Das sage ich jetzt im Nachhinein. Du weißt nicht, ob du das bis 65 durchhältst. Und deswegen wird es immer noch wichtiger, das abzuschließen, würde ich sagen.